Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur dritten Social Media A Vorlesung in diesem Semester. Wie bereits angekündigt werden wir uns in der Einheit mit der Mediengattung, mit dem Medientyp Social Media befassen. Was kennzeichnet Social Media Plattformen? Was unterscheidet das Format von anderen Formaten? Herzlich willkommen beim Livestream. Bevor wir beginnen, noch ein kleiner Hinweis zur Übungsaufgabe. Ich habe ihnen gestern eine E-Mail geschickt. Ich habe mittlerweile in unserem Moodle die erste Übungsaufgabe angelegt. Sie wissen ja, es gibt im A- und im B-Teil jeweils zwei freiwillige Übungsaufgaben, für die Sie äh, für die Abgabe jeweils 2,5 Punkte, also insgesamt 10 Punkte erhalten können. Der Abgabetermin für die erste Übungsaufgabe ist, glaube ich, der 15. April, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, ich möchte Ihnen die Aufgabe kurz erklären. Die Universität Wien betreibt ja selber. Einige Social Media Channels. Die sind auch hier auf der Hauptseite direkt verlinkt. Das sind im Wesentlichen ähm, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt in der ersten Einheit. Ein äh, ja, sehr Twitter-artiges neues Netzwerk von einem der Twitter-Gründer, ähm, distribuiert. Verteilt, kann auch am eigenen Server gehostet werden, war längere Zeit nur auf Einladung bzw. in Beta zugänglich, ist mit, mittlerweile auch öffentlich. Diese Kanäle bespielt die Universität Wien, also hier beispielsweise Facebook, Twitter, klassischerweise natürlich eher als Nachrichtenkanal, auch als wissenschaftlicher Nachrichtenkanal genutzt. Es gibt auch einen sehr regelmäßig aktualisierten YouTube-Channel. Instagram mit knapp 60.000 Followern und natürlich LinkedIn für die Universität auch aus Employer Branding Gründen sehr relevant. Sie sehen hier auf den LinkedIn Seiten, da ich die Universität als Arbeitgeber eingetragen habe, habe ich hier Zugriff auf den My Employer Bereich. Da sieht man auch Trending Coworker Content. Da gibt es schon einige sehr populäre Beiträge. Die Universität selber postet hier natürlich auch und dann, wie gesagt, gibt es hier noch Blue Sky. Das sieht eigentlich, würde ich mal meinen, fast eins zu eins aus wie ähm, Meta's Twitter-Konkurrent-Threads. Sie sollen sich für die Übungsarbeit einen dieser Kanäle aussuchen. Also entscheiden Sie sich für einen, der Sie am meisten interessiert oder nehmen Sie die Plattform, auf der Sie sich am besten auskennen. Und dann analysieren Sie die letzten 10 bis 20 Beiträge auf der jeweiligen Plattform und ähm, fassen zusammen anhand einiger Fragen, die ich Ihnen auch zur Übungsarbeit dazugeschrieben habe, ähm, wie die Themen auf Sie wirken, welche Themen Ihnen fehlen, also generell sozusagen Feedback zur äh, redaktionellen Planung auf diesem Kanal. Sie bekommen natürlich für die Abgabe die, die äh, Punkte. Wir werden diese Übungsarbeiten aber auch sammeln, anonymisiert und dann an die Universität weitergeben. Die Übungsaufgabe ist sozusagen eine, Kooperation mit dem Communication Hub der Universität Wien, die sind natürlich auch sehr daran interessiert. Ich habe es letzte Woche im Hörsaal erwähnt: es gibt in der Social Media Kommunikation immer mehrere Stakeholder-Gruppen oder mehrere Empfängergruppen, gerade bei großen Organisationen. Natürlich spielt für die Universität Wien die, äh, das eigene Personal eine große Rolle, aber auch. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland, die möglicherweise mit dem Gedanken spielen, hier zu arbeiten. Dann ist eine wichtige Zielgruppe natürlich ähm, Maturantinnen, die kurz vor der Studienwahl stehen. Ganz genauso auch äh, Journalisten beispielsweise aus dem wissenschaftlichen Bereich, aber natürlich auch Sie als aktuelle Studierende. Die unterschiedlichen Kanäle haben unterschiedliche Schwerpunkte und auch unterschiedliche Hauptzielgruppen. Aber wie gesagt, schauen Sie sich das an. Die Idee ist dann auch wirklich, äh, da vielleicht die eine oder andere Anregung oder Idee mitzunehmen. Der zweite Teil der Übungsarbeit folgt dann äh, im Laufe des Semesters, wird sich ebenfalls wieder auf die Kommunikation der Uni beziehen. Ja, wenn Sie Fragen dazu haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne jederzeit äh, via E-Mail oder auch über Moodle zur Verfügung. Wir es sind äh, Alina und ich. Ja, damit zur Übungsarbeit. Ähm, ich persönlich bin schon recht gespannt, was dabei rauskommt, wie Sie die einzelnen Channels einschätzen. Und damit zu unserem heutigen Thema, Definitionen von Social Media. Das Internet als digitale Infrastruktur, als digitale Kommunikationsinfrastruktur ist ein Universalmedium. Sie wissen ja in unserer Disziplin, in der Kommunikationswissenschaft ist es eine durchaus übliche Einteilung, unterschiedliche Mediengattungen, Medientypen nach Technologie zu beforschen. Beispielsweise wäre das dann die Printmedienforschung, die elektronischen Medien, typischerweise Radio und Fernsehen und eben die digitalen Medien. Was ist damit gemeint, wenn man sagt, das Internet ist ein Universalmedium? Nun, ähm, zum einen bedeutet das, Sie können auf dieser Infrastruktur unterschiedliche... Medientypen abbilden. Wenn Sie jetzt beispielsweise an Netflix denken oder an andere Streaming-Anbieter, die äh, sind jetzt abgesehen davon, dass das Programmschema nicht linear und vorgegeben ist. Das sind klassische One-Way-Medien, also sozusagen ein Fernsehsender, der seine Inhalte, Serien, Filme, Dokumentationen an das Publikum verteilt. Das ist eigentlich sehr angelehnt an das klassische Fernsehmodell. Wenn Sie an einen typischen E-Mail-Newsletter denken, dann hat er durchaus gewisse strukturelle Ähnlichkeiten mit dem. Abo beispielsweise einer Special Interest Zeitschrift. Ähm, es gibt natürlich bei Netflix relativ bescheidene Feedbackmöglichkeiten, zu so können ihre Meinung oder wie gut ihnen ein, ein Film gefallen hat äh, dazu kundtun. Genauso gibt es bei Newslettern in der Regel auch irgendeine Antwortadresse. Ähm, könnte man jetzt sagen, Printmedien haben auch die Leserbriefseite. Das Internet kann aber dann sozusagen aufgrund der technischen Struktur noch einen Schritt weiter gehen. Die klassischen Medientypen, seien es jetzt Printmedien oder elektronische Medien, sind ja abgesehen von äh, wenigen bescheidenen Rückkanälen One-to-Many-Medien. Im äh, Internet ist grundsätzlich jeder Teilnehmer an diesem Kommunikationssystem mit jedem verbunden und kann die entsprechenden Technologien vorausgesetzt auch selbst Inhalte kreieren bzw. Inhalte modifizieren. Ich habe Ihnen schon in der ersten Einheit gesagt, in dieser, wenn Sie so wollen, Entwicklungslogik des Internet. Da waren ja die, die ersten Bereiche oder die ersten Teile des Internet, an denen die, die äh, Benutzerinnen sozusagen ihre eigenen Beiträge hinterlassen konnten, in einen Meinungsaustausch treten, in Foren und so weiter. Es war im Wesentlichen das Usenet, eigentlich sehr angelehnt an die ähm, klassischen Online-Foren. Dann ähm, mit dem, wenn Sie so wollen, Boom oder Aufstieg des World Wide Web in den ersten paar Jahren, würde ich mal behaupten, so von den frühen 90er Jahren, des, des, äh, Mitte der 90er Jahre des, des vorigen Jahrtausends, war das World Wide Web in erster Linie ein ja, ähm, One-Way-Medium, zumindest was die Rezeption von Inhalten betrifft. Frühe Webseiten waren... Kaum bis gar nicht interaktiv. Die Unternehmen, die Betreiber, wer auch immer, stellte die Inhalte dort bereit. Die waren zwar von überall her zugreifbar grundsätzlich, aber ähm, in, der ersten, in der ersten Phase der Webseiten würde ich mal sagen, waren Kommentarfunktionen, solche interaktiven ähm, Teile sehr, sehr rar gesät. Mit der Weiterentwicklung des Internets, mit der steigenden Geschwindigkeit der Leitungen, besseren Verfügbarkeit von Multimedia, aber auch mit neuen Servertechnologien waren dann eben interaktive Services möglich. Usenet hat eigentlich dann schlagartig, könnte man sagen, seine Popularität und Bedeutung verloren, als ähm, normale, unter Anführungszeichen, bzw. Diskussionsforen im World Wide Web zur Verfügung standen. Und irgendwann im weiteren Verlauf dieser Entwicklung, da haben wir uns auch schon einige historische Daten dazu angeschaut, ähm, traten dann Social-Media-Services oder Social-Media-Plattformen äh, auf den Plan. Die zeichnen sich jetzt grundsätzlich, wenn man das Ganze als Mediengattung, als Medientyp analysieren will, mal durch eine, ich sage, sehr untypische Eigenschaft aus, die sie von allen anderen ähm, Massen oder One-to-Many oder auch Many-to-Many-Medien unterscheidet. Social-Media-Plattformen produzieren selbst keine Inhalte. Es handelt sich um äh, Infrastruktur, um Technologien. Wenn Sie so wollen, um ein System, das wird uns auch noch eine Einheit lang beschäftigen, der sogenannte Social-Media-Algorithmus oder die Social-Media-Algorithmen, ähm, ein System zur Bereitstellung von Inhalten mit einem bestimmten Regelset, das die Verteilung dieser Inhalte unter den ähm, Benutzerinnen regelt, wenn Sie so wollen, nach verschiedenen Kriterien, idealerweise nach Relevanz und möglichst personalisiert. Das bedeutet... Alle Teilnehmer an einem Social Media Netzwerk kommunizieren, konsumieren, entschuldigen Sie nicht sämtliche Inhalte, die dort produziert werden, sondern man ähm, verbindet sich. Das heißt dann je nach Netzwerk anders. Auf Facebook ist das eine Freundschaft, auf Instagram folgen. Man bekundet sozusagen durch solche ähm, Interaktionen das Interesse an bestimmten Personen, an Brands, an Unternehmen und diese Plattformen zeigen dann basierend auf dem eigenen Verhalten Inhalte dieser Autoren an. Ganz abstrakt beschrieben, das Grundprinzip von Social Media. Und es gibt natürlich einige Ausnahmen. Es gab in der Vergangenheit, soweit ich das weiß, passiert das derzeit nicht mehr, aber ich bin kein, kein Meta-Experte. Äh, Facebook hatte Kooperationen mit diversen Publishern, unter anderem National Geographic und so weiter, und hat in sehr bescheidenem Rahmen auch, wenn Sie so wollen, eigene Inhalte angeboten. Das hat aber immer nur eine Randrolle gespielt. Aus medienregulatorischer Sicht oder auch aus medienpolitischer Sicht ist natürlich diese Situation sehr bemerkenswert, dass diese Medien keine eigenen Inhalte bereitstellen. Wenn Sie an die Journalismusgesetzgebungen der einzelnen europäischen Länder denken oder auch an die österreichische Gesetzgebung, sind ja Journalisten bzw. Inhaltsproduzenten in mancherlei Hinsicht besonders geschützt, weil man eben Medien als wichtigen Teil der Demokratie, oft auch als, als vierte Kraft bezeichnet, ansieht. Und ähm, die Personen, die eben hier recherchieren, die in der Idealverstellung unabhängige ähm, Recherche betreiben, die sollen auch besonders geschützt werden. Und dafür gibt es einige Pflichten, Sorgfaltspflicht, Werbekennzeichnungspflicht und so weiter, denen klassische Massenmedien nachkommen müssen. Auf der anderen Seite genießen die äh, Journalisten gewisse Vorteile in der Ausübung ihres Jobs. Obwohl wir Social Media Plattformen, es steckt ja im Namen Social Media als Medien bezeichnen, fällt eben hier dieser Inhalte anbieten Teil komplett weg und die Frage, beziehungsweise auch der regulatorische Charakter reduziert sich dann darauf, inwieweit, und das ist eine Diskussion, die natürlich derzeit noch mit sehr hoher Intensität geführt wird und die auch im Laufen ist, inwieweit sind die Plattformen für die Inhalte, die ja eben von den Nutzerinnen veröffentlicht werden, verantwortlich, beziehungsweise auch inwiefern sind sie dafür verantwortlich, diese Inhalte gegebenenfalls Zeitnahe zu entfernen. Da hat sich die Europäische Union mit der DSGVO, mit der Datenschutzgrundverordnung zum einen ein sehr umfassendes Regelwerk ausgedacht, das den Umgang mit persönlichen Daten äh, sehr, ich sage mal, sehr restriktiv ähm, im Sinne der Nutzerinnen regelt. Auch damit werden wir uns noch genauer befassen. Und es gibt äh, diverse Zusatzbestimmungen, unter anderem den kürzlich verabschiedeten Digital Services Act, der die großen Social Media Plattformen eben auch verpflichtet, entsprechende Moderationsmöglichkeiten vorzusehen. Das heißt, das ist auch medienpolitisch eine, eine komplett neue Gattung, die natürlich mit ihren eigenen ähm, Problemen und Anforderungen daherkommt. Wenn keine Inhalte produziert werden, ändert das natürlich auch die Sorgfaltsfrage sehr, sehr stark. Wenn wir uns nach ganz kurzen Definitionen von Social Media anschauen, da ist immer Merriam Webster mein erster Anlaufpunkt. Die schreiben über Social Media Forms of Electronic Communication, such as Websites for Social Networking and Microblogging, through which users create online communities to share information, ideas, personal messages and other content, such as Videos. Eine sehr kurze und knappe Definition, die eben vor allem auf diesen um, Austausch hier abstellt. Natürlich haben Social Media Plattformen mehrere Dimensionen, wenn Sie so wollen. Der, der Austausch von Inhalten, der könnte jetzt theoretisch über E-Mail über e Attachments oder andere Systeme genauso passieren. Eine, ich würde mal sagen, wesentliche und, und äh, geradezu kennzeichnende Eigenschaft von Social Media Plattformen ist natürlich auch die Selbstrepräsentation. Ich habe in der Encyclopedia Britannica, ich werde Ihnen diese Definitionen auch verlinken im Moodle. Auch nachgeschaut, die haben eine etwas ausführlichere Definition. Social Media, a form of mass media communications on the Internet, such as on websites for social networking and microblogging, through which users share information, ideas, personal messages, and other content. Social Networking and social media are overlapping concepts, but social networking is usually understood. As users building communities among themselves, while social media is more about using social networking sites and related platforms to build an audience. In dieser Definition stecken zwei ganz interessante Seiten der Medaille drin, wenn Sie so wollen. Da geht es zum einen um den Aufbau von Communities. Social media Plattformen können sich mehr, äh, mehr an General Interest Publikum richten. Facebook wäre ein klassisches Beispiel dafür. Das, der Anspruch der Seite ist sozusagen mit den eigenen Kontakten, mit den privaten Freunden im Austausch zu bleiben, ohne dass da jetzt ein besonderes Kernthema vorgegeben wäre. Natürlich finden Sie dann auf Facebook und genauso auf, auf anderen Plattformen eine ganze Reihe von Sub-Communities, -Sub technisch unterschiedlich organisiert. Auf Facebook spielen hier sicherlich die Gruppen eine sehr, sehr große Rolle. Die Britannica unterscheidet hier eben offenbar zumindest graduell zwischen Social Networking und Social Media, weil natürlich bei den Social Media-Plattformen, die ja grundsätzlich und potenziell sagen jedem Teilnehmer ermöglichen, dort Inhalte zu veröffentlichen, sehen wir in der Praxis alles andere als ein ausgeglichenes Verhältnis. Es gibt ähm, für die Wikipedia eine ganz interessante Statistik. Sie wissen ja die Artikel in der Wikipedia, auch ein, ein Nachschlagewerk, das zumindest einige deutliche Charakteristika von so typischen Social-Media-Services aufweist. Die Artikel werden ja von den Besucherinnen der Wikipedia verfasst und sie können jetzt grundsätzlich selbst beginnen, einen Artikel zu schreiben, beziehungsweise auch bestehende Artikel ändern. Ich hatte vor einigen Jahren, als ich mal eine Übung bei unserem Institut gehalten habe, mit Kolleginnen von Ihnen ein kleines Experiment durchgeführt während der, während der Übung. Wir haben uns die Biografien von deutschen Politikerinnen, ich glaube, das waren zehn, haben wir da rausgesucht, von so äh, Kreisstädten, also jetzt nichts wahnsinnig Bekanntes, eher so Lokalpolitiker und haben da während der Übungsarbeit einige ähm, Daten geändert, zum Beispiel das Geburtsjahr korrigiert, verfälscht, falsche, falsche Informationen eingetragen. Und interessanterweise, die Übung hat 90 Minuten gedauert, wir haben das am Anfang gemacht, bis zum Ende der Übung, und das wollte ich den, den Leuten da eben zeigen, waren sämtliche äh, von uns falsch eingegebenen Daten wieder korrigiert worden. Es hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass sozusagen jeder Editor dieses Artikels alle paar Minuten da drauf sieht, sondern wenn Sie, je nachdem, wie Sie Ihr Wikipedia-Konto konfiguriert haben, wie Sie so einen Artikel verfasst haben oder da mitgearbeitet haben, können Sie sich benachrichtigen lassen, wenn da was geändert wird. Und ähm, ich fand das damals schon relativ beeindruckend, dass dieser Korrekturmechanismus so schnell funktioniert. Aber die Zahl, auf die ich eigentlich raus will, das hat mir mal der, eine, ein äh, Student der Grazer TU, mittlerweile sicherlich auch schon lange kein Student mehr, der in der Wikimedia Foundation Österreich sehr aktiv ist, erzählt, von 100%, Prozent und das gilt sowohl für die internationale Version, die englischsprachige Wikipedia, also die einzelnen Länderversionen, von 100% Prozent aller Wikipedia-Artikel, wenn sie sozusagen die Aufteilen auf, auf die gesamten Besucher, schreiben, ich glaube, das ich es richtig habe, deutlich unter 3% mehr als 98% aller Artikel. Das heißt, das Nach Nachschlagewerk steht allen zur Verfügung, aber es gibt eine vergleichsweise kleine Gruppe von Personen, die da sehr, sehr aktiv sind. Und das Verhältnis mag bei Wikipedia besonders radikal erscheinen, das ist aber auf anderen Plattformen relativ ähnlich. Sogar auf WhatsApp, das ja in erster Linie doch ein, ein, ein Kommunikations-, ein Nachrichten-Tool ist, gibt es einen beträchtlichen Anteil von Nutzerinnen, die WhatsApp tatsächlich nur, sie, sie wissen ja über die Abos und Gruppen, die man abonnieren kann, als Informations-, als, als uh, One-Way Informationskanal benutzen. Auf Instagram sind es auch deutlich unter 15 Prozent aller. Aktiven Nutzerinnen, die regelmäßig Inhalte veröffentlichen, auf, auf LinkedIn unter 8% oder auf TikTok sogar unter 3%. Das heißt, diese einerseits technische Möglichkeit, dass hier jeder Inhalte veröffentlicht kann, die nutzen natürlich viele nicht, viele konsumieren Inhalte bzw. liken oder kommentieren auf diesen Plattformen, stellen aber keine eigenen Inhalte rauf und daraus ergibt sich natürlich auch ein bestimmtes Bild in Sachen ähm, Reichweite, Stichwort Influencer. Das heißt, wer erzielt welche Reichweite, ähm, wer hat wie große Communities. Auch ein Aspekt, der bei Social Media sicherlich eine Rolle spielt. Und weil ich vorher schon die Wikipedia angesprochen habe, natürlich auch immer eine gern aufgerufene Anlaufstelle, wenn es um Definitionen geht. Und zwar schreibt Wikipedia über Social Media-Plattformen. Social media are interactive technologies that facilitate the creation, sharing, and aggregation of content, ideas, interests, and other forms of expression through virtual communities and networks. Social media refers to the new forms of media that involve interactive participation. While challenges to the definition of social media arise due to the variety of standalone and built in social media services currently available, there are some common features. diese gemeinsamen Eigenschaften sind folgende: Erstens, Social Media Apps are online platforms that enable users to create and share content and participate in social networking. Zweitens, uh, User Generated Content, oft als UGC abgekürzt, such as text posts or comments, digital photos or videos and data generated through all online interactions, is the lifeblood of social media. Das heißt, diese Daten, wie man Sie die bezeichnen wollen, Metadaten, die in der Benutzung entstehen, daraus ergibt sich ja dann Ihr Interessensprofil. Wenn Sie beispielsweise auf Facebook immer wieder mal Seiten äh, besuchen, die sich mit dem Thema Digitalfotografie befassen, dann wird Ihnen das System das Interesse Digitalfotografie zuordnen. Und das führt dann eben auch dazu, dass Sie häufiger Werbeanzeigen aus diesem Bereich zu Gesicht bekommen. Der dritte Punkt. Users create service-specific profiles for the website or app that are designed and maintained by the social media organization. Es gibt auch oft den, den Spruch, der immer wieder gern zitiert wird, dass Social Media Kanäle natürlich sozusagen ähm, Drittterritorium oder, oder gemietetes Territorium sind, wenn sie einen erfolgreichen YouTube-Kanal betreiben, möglicherweise auch davon leben, Influencer-Videos posten und, und die äh, Werbung monetarisieren, dann äh, müssen sie sich natürlich den Regeln von YouTube unterwerfen, was die Inhalte betrifft, was die Gestaltung der Videos betrifft. Ähm, wenn YouTube die Spielregeln ändert, sind sie da sozusagen äh, mitgehangen, mitgefangen. Dasselbe gilt natürlich genauso für Instagram oder LinkedIn. Das sind Plattformen, die hier die Regeln vorgeben. Und ähm, die Nutzerinnen, ob es sich jetzt um, um individuelle Personen, um sogenannte natürliche Personen handelt oder um Organisationen, Brands, Unternehmen, die betreiben eben ihre Profile. Typischerweise, da gibt es jetzt natürlich Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist ja die Nutzung von Social Media Plattformen gratis. Das Facebook neuerdings, Sie haben vermutlich das Pop-up irgendwann bemerkt bei Facebook oder Instagram, einen bezahlten Account anbietet. Das hat mehr mit rechtlichen ähm, Implikationen zu tun, die mit dem DSA zu tun haben, aber dazu nächste Woche dann mehr. Im Wesentlichen ist die Nutzung kostenlos und ähm, deshalb hat sich auch sozusagen der Spruch etabliert mittlerweile seit einigen Jahren, wenn das Produkt äh, kostenlos ist, bist du das Produkt, beziehungsweise wir bezahlen für die Nutzung von Social Media mit unseren Daten. Einrichtung, Betrieb des Profils, äh, auch das Hosting von Videos und so weiter ist kostenlos. Aber diese Betreiberunternehmen nutzen eben unsere Interessensprofile, um Geld von äh, werbetreibenden Unternehmen zu verlangen, damit uns möglichst passende Werbung angezeigt wird. Natürlich mit dem Ziel, klar, wenn, wenn man ihnen irgendeine Zufallswerbung anzeigt, ist die Chance wesentlich geringer, dass sie den jeweiligen Shop besuchen, dort vielleicht sogar was einkaufen als wenn der jeweilige Werbetreibende schon möglichst genau über ihre Interessen Bescheid weiß. In diesen Profilen steckt natürlich noch eine weitere wichtige äh, Dimension drin, Selbstrepräsentation, für uns eine ähm, ganz beträchtliche Komponente unserer menschlichen Kommunikation, die natürlich hier auch sozusagen die Erweiterung im virtuellen Raum erfährt. Muss jetzt auch gar nicht der Fall sein, dass jemand, der sich beispielsweise über Sie informieren möchte, die jeweilige Plattform verwendet, je nachdem, wie Sie Ihre Profile konfigurieren. Es gibt eine Google-Suche nach Ihrem Namen, wenn Sie beispielsweise aktiv sind auf, auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn, wo auch immer. Dann findet man diese Profile sehr schnell und trägt natürlich jetzt nicht nur innerhalb Ihrer Community, innerhalb Ihrer Freunde, sondern auch, ich sage mal, in der äh, generell interessierten Öffentlichkeit. Zu ihrer Wahrnehmung bei. Das kann natürlich auch diverse Auswirkungen positiver, neutraler oder im schlimmsten Fall auch negativer Natur auf potenzielle Jobsuchen haben. Und der vierte Punkt, den Wikipedia hier noch auflistet: Social Media helps the development of online social networks by connecting a user's profile with those of other individuals or groups. Diese Idee, dass unsere Gesellschaft oder mit der Entwicklung, mit der, mit der verstärkten Verbreitung von Medientechnologien, vor allem interaktiven Medientechnologien, einen Strukturwandel erfährt. Die zeigt sich hier besonders deutlich, wenn Sie sich überlegen, vor der Ära der elektronischen Medien, Printmedien waren, wurden relativ langsam verbreitet, beziehungsweise die Verbreitungsgeschwindigkeit war natürlich weit von der... Äh, von Lichtgeschwindigkeit bzw. der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektrischen Stroms entfernt, sondern an die Transportmittel gebunden. Dann gab es irgendwann elektronische Medien, aber ein ganz beträchtlicher Teil der Kommunikation war an geografische Faktoren gebunden. Sie ähm, hatten eben primär mit den Menschen in ihrer Umgebung zu tun. Medien durchbrechen diese Logik bis zu einem gewissen Grad und speziell digitale Medien bzw. auch Social Media ermöglichen es. Und das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt, der dabei drinsteckt, Personen anhand ihrer Interessen zu verbinden. Das hat besonders drastische Auswirkungen, wenn ihre Interessen sehr, sehr spezifisch sind. Wenn Sie sich für den Bau mittelalterlicher Musikinstrumente interessieren, da gibt es recht aktive Communities und ähm, die treffen sich dann immer auch gerne auf, auf einschlägigen Mittelalterveranstaltungen. Haben Sie vermutlich mehr Glück, wenn Sie in einer Großstadt wohnen? Wenn Sie in einem kleinen Dorf am Land irgendwo leben, dann wird es nicht sehr wahrscheinlich sein, viele andere Personen, die diesem relativ exotischen Hobby frönen, zu finden. Im Internet funktioniert das vergleichsweise einfach, ob Sie jetzt einschlägige Communities über Google oder andere Suchmaschinen oder auf Social Media finden. Das funktioniert natürlich sehr gut, sie mit gleichgesinnten Personen zu verbinden. Das ist sicherlich eine Dimension, die Social Media über die bloße technische Faszination hinaus natürlich ausgesprochen attraktiv macht. In der wissenschaftlichen Analyse von Social Media Plattformen, beziehungsweise in der Definition, ist eine, ein Artikel, der schon vor vielen Jahren erschienen ist, hat sich als sehr nützliches Tool erwiesen und zwar heißt er The Building Blocks of Social Media. Und zwar auch angesichts der Tatsache, dass unterschiedliche Social-Media-Plattformen teilweise unterschiedliche Funktionen bieten und auch sozusagen den, den Fokus auf unterschiedliche Anwendungsfelder legen, haben wir dort hier in diesem Artikel sieben Elemente bzw. sieben Building Blocks, wie Sie es nennen, identifiziert, die typisch sind für Social-Media-Plattformen. Allerdings müssen nicht alle diese sieben Building Blocks überhaupt beziehungsweise in gleicher Intensität vorhanden sind. Was ist mit diesen Building Blocks gemeint? Das ist zum einen uh, Identity oder Identität. Wie bereits vorhin erwähnt, diese uh, sogenannte Selbstrepräsentation. This is the most basic functional block of social media. It represents the extent to which users reveal their identities in a social media setting. And can include information like name, age, gender, profession, location, and also information that portrays users in certain ways. In der Social Media Kommunikation ist Authentizität ein Begriff, der gerne verwendet wird, um nicht gar zu sagen, etwas überstrapaziert. Wenn Sie sich die Social Media Profile auf unterschiedlichen Plattformen ansehen, wird relativ schnell klar, dass natürlich die meisten aktiven Nutzer das verwenden, um ein bestimmtes Bild von sich zu, zu erzeugen. Die, diese Profile unterscheiden sich sehr stark. Ein Twitter-Profil ist relativ überschaubar. Laden Sie ein Bild hoch und ein Header-Bild, stellen einige wenige Informationen ein und ich glaube, die maximale Länge der Bio sind 160 Zeichen oder so. Ein Facebook- oder ein LinkedIn-Profil, da können Sie, wenn Sie möchten, sehr detailliert sein und alle möglichen Informationen, Musikpräferenzen äh, oder im Fall von LinkedIn äh, Jobs und freiwilligen Tätigkeiten auflisten. Und ähm, wie gesagt, im Normalfall steht da natürlich eine intentionale Kommunikation dahinter. Gerade im Fall von LinkedIn haben Sie im ähm, Wesentlichen oder typischerweise eine bestimmte Zielgruppe im Kopf, entweder Kunden, Kundinnen, wenn Sie selbstständig sind, oder möglicherweise eben auch Personalabteilungen, wenn Sie auf Jobsuche sind. Ähm, Instagram ebenfalls relativ simples Profil, zumindest von der Gestaltung der Profile her. Die die äh, Selbstrepräsentationsfunktion basiert dann in erster Linie über die Beiträge, wo es ja auch sozusagen zwei Verbreitungskanäle gibt. Gerade bei Instagram haben wir in den letzten Jahren einen sehr deutlichen Shift erlebt in der Aktivität von den öffentlichen Instagram-Postings hin zu den Stories, die ja im, im äh, persönlichen Netzwerk primär verbreitet werden. Das ist also die Identität, die Gestaltung des Profils, beziehungsweise natürlich auch die. Beiträge, die Sie veröffentlichen, die hier dazu reinspielen. Der zweite Punkt von diesen sieben Building Blocks sind Conversations, Unterhaltungen. How do users communicate with other users in a social media setting? Many facilitate conversations among individuals and groups. These conversations happen for a variety of reasons, such, such as to meet like-minded people, to find love, to build their self-esteem, or to be Newsbreakers on innovative ideas or trending topics. Diese Conversations, die da ähm, sozusagen initiiert werden, die beziehen sich jetzt nicht nur auf die Direktnachrichtenfunktion, die die meisten äh, Netzwerke natürlich integriert haben, wo sie entweder eins zu eins Personen ähm, e mail-artige Nachrichten schicken können oder auch Personengruppen einrichten, sondern die beziehen sich auch auf sämtliche Konversationen, äh, die durch technische, Strukturen sozusagen ähm, ermöglicht werden. Typisch wären dafür Hashtags. Wenn Sie sich für ein Thema interessieren, können Sie auf Instagram oder auch auf vielen anderen Plattformen nach dem betreffenden Hashtag suchen und auf diese Weise sozusagen Inhalte aus diesem Themenbereich finden und dann gegebenenfalls in weiterer Folge auch auf diese Inhalte reagieren. Der dritte Punkt nach Identität und Unterhaltungen ist Sharing. Social often implies an exchange between people, which in turn means sharing. We now distribute and receive more content in less time than all of humanity has done previously. What are the implications on the social media sites that mediate these ties? Da sind wir sozusagen beim Thema Algorithmus. Dieses Sharing, also das Veröffentlichen von Inhalten, entweder auch da unterscheiden sich die Privacy-Einstellungen der einzelnen Netzwerke, die sind bei Facebook sehr. Fein granuliert. Bei, bei Twitter, Instagram haben Sie mehr oder weniger jetzt, zumindest was die, die normalen Postings betrifft, nur die Möglichkeit, Ihren Account auf Privat oder komplett öffentlich zu stellen. Das ist sozusagen die eine Sache, mit wem teilen Sie diese Inhalte. Und die zweite Frage ist, was auch da angesprochen wird, die häufig zitierte Informationsflut. Wir produzieren quantitativ mehr Daten als je zuvor. Da werde ich Ihnen nachher noch ein paar... Zahlen und Fakten dazu zeigen. Ähm, wie gehen Social Media Plattformen damit um? Welche Filtersysteme oder Querstrich-Algorithmen nutzen sie, um diese Flut an grundsätzlich vorhandener Information auf ein für uns ähm, mehr oder weniger konsumierbares oder äh, verarbeitbares Format herunterzubrechen? Der vierte Punkt, Presence, also Gegenwart, könnte man es auf Deutsch am besten übersetzen. Um, have you ever checked Facebook or Foursquare to find out where your friends are? The Presence Block refers to the accessibility, of which you can know where others are, virtually and or physically, through Status Updates or Check-Ins. Eine Funktion, die uh, eine Zeit lang bei, bei Foursquare enorm populär war. Facebook hat ja auch die Places genauso über Google Maps können sie sich aussuchen mit äh, wem sie ihren standort teilen oder ob sie den überhaupt öffentlich teilen möchten also sozusagen diese verflechtung von analoger und digitaler welt spielt bei einigen netzwerken eine größere rolle bei anderen keine der fünfte punkt steckt dagegen in definitiv in allen social media plattformen drin relationships The Relationships-Block ist pretty straightforward. It represents a connection between more than one user through conversation, sharing information, meeting up or just, list, uh, just listing each other as a follower or friend. Consequently this can lead to duping such as catfishing. Every, everything has its evils. Die Abbildung von Beziehungen der Social Graph wie es, wie, es, wie es Facebook nennt, bezieht sich zum einen auf die Abbildung von Beziehungen zwischen Personen, das kann je nach Netzwerk eben äh, operationalisiert werden durch eine Freundschaft, eine Connection-Anfrage oder das Folgen. Aber auch ähm, die Beziehungen, oder zu diesem Social Graph zählen auch die Beziehungen zwischen Themen, Unternehmen und Personen. Die Abbildung dieser Beziehungen ist ein, eine ganz wesentliche Grundlage zum einen für die Funktionsweise der Algorithmen und der Filterung und ähm, zum anderen auch die, ja, die wirtschaftliche... Äh, Existenzberechtigung bzw. Ja, die Währung mit der Social-Media-Plattformen ihren Betrieb finanzieren. Der sechste Punkt, Reputation, hat natürlich auch viel mit Identität zu tun. Reputation can have different meanings on social media platforms, but at its core it's a sense of identifying the status of others and yourself in a social network. Vielleicht haben, ist Ihnen mal die South Park-Folge I have zero Facebook friends untergekommen aus der, glaube ich, äh, Frühzeit, zum ersten Drittel der Serie, in einer Zeit, in der Facebook immer populärer wurde und wo es sozusagen natürlich auch in der Schule ein äh, bis zu einem gewissen Grad soziales Kapital darstellte, wie viele Facebook-Freunde man hatte. Daher der Titel I Have Zero Facebook Friends. Ähm, eine sehr gut gemachte, wie üblich bei, bei South Park, Aufarbeitung dieses Themas. Ähm, Reputation, Selbstrepräsentation. Meine Profiling-Ausbilderin hat ein, ein Buch geschrieben über Status. Im äh, normalen Leben, im Geschäftsleben, je nach Branche, können Statussymbole eine beträchtliche Rolle spielen. Wir schätzen Menschen aufgrund ihres Äußeren sofort ein, billigen ihnen einen bestimmten höheren oder niedrigeren Status zu. Im Perfektion durchgespielt in der Krimiserie Columbo, Sie vielleicht kennen, wo der Kauzige, zerknautschte Kommissar mit seinen billigen Trenchcoats, ihm sehr, sehr stark auf diese Underdog-Rolle setzt, also sozusagen sämtliche ähm, ja, Signale ausstrahlt, die auf einen niedrigen Status hindeuten, während seine ähm, Opfer, unter Anführungszeichen, also die Mörder, gegen die er ermittelt, immer aus sehr viel höheren gesellschaftlichen Schichten kommen. Da ist sehr schön zu beobachten, wie Status funktioniert. Den Gibt es natürlich genauso auf Social Media Plattformen häufig auch operationalisiert durch sofort sichtbare Kennzahlen. Warum ist MrBeast der größte YouTuber der Welt? Weil er am meisten Abonnenten hat. Und auch verdammt gute Ideen. Und der siebte Punkt bei diesen Building Blocks nach der Reputation sind Groups. What communities and sub-communities exist on a Social Media Platform and how easy are they to construct? As your network becomes bigger with friends, followers and contacts, it becomes necessary to sort your cronies into different groups. Auch da gibt es unterschiedliche Funktionen, die Listen auf Twitter. Ich glaube, auf Facebook gab es auch mal solche Listen, wo man seine Freunde in unterschiedliche Subgruppen aufteilen konnte. Keine Ahnung, ob es die noch gibt. Dann haben Sie auf den meisten Plattformen öffentliche Gruppen, das heißt Gruppen, die man über die Suche auch auffindet und beitreten kann. Dann gibt es äh, private bzw. geheime Gruppen für interne Kommunikation. Also da gibt es auch noch eine Menge Substrukturierung. Ich werde Ihnen auch diesen Artikel im Moodle verlinken. Kleiner Hinweis im Hinblick auf die Prüfung, die ja dann irgendwann am Ende des Semesters ins Haus steht. Schauen Sie sich diese Building Blocks gut an. Und was man hier auch ganz gut sieht, beispielsweise im Falle von, ich habe hier vier Beispiele rausgenommen, nämlich LinkedIn, Foursquare, YouTube und Facebook. Ich weiß nicht, ob, ob Sie alle Foursquare kennen. Das war ein Netzwerk, das hat ähm, sehr stark davon profitiert, dass eigentlich das erste Social Media Netzwerk war, mit dem man Check-in hieß, dass ich eben in bestimmte Orte einchecken konnte. Die haben das einige Jahre gestartet, bevor Facebook Places eingeführt hat. Hat noch ein starkes Gamification-Element. Also die Person, die sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums am häufigsten an einem bestimmten Ort angemeldet hat, wurde dann der Mayor dieses Ortes. Da gab es regelrechte ja, Kleinkriege drum. Aber hier, wenn Sie es vergleichen, bei LinkedIn, da steht natürlich, die Identität, Reputation und Relationships stehen sehr im Vordergrund. Ich würde mal sagen, ähm, Presence spielt da weniger eine Rolle, genauso wie Sharing sehr geringer Anteil von NutzerInnen, die da überhaupt posten. Bei Foursquare geht es ganz klar um die Presence, ein Netzwerk, das komplett an den Ort gekoppelt ist. Wenn wir das Ganze mit YouTube vergleichen, da spielt Sharing eine sehr große Rolle. YouTube ist ja in der Hinsicht durchaus ein Sonderfall. Natürlich nutzt ein beträchtlicher Teil der ähm, Kanalbetreiber YouTube als typische Social-Media-Plattform. Es gibt aber auch zahllose Unternehmen, Privatpersonen, die YouTube einfach als kostenlose Video Hosting Plattform verwenden beispielsweise um ein Video in die eigene Homepage einzubauen ohne sich jetzt deshalb großartig über über die Promotion ihres Channels Gedanken zu machen Conversations Gruppen äh, YouTube unterstützt da jetzt seit kurzem auch Hashtags mit inklusive Videoempfehlungen Reputation spielen da eine große Rolle äh, Identity Relationships und Presence weniger bei YouTube, abonnieren Sie natürlich auch bestimmte Kanäle, es gibt aber in dem Sinne kein Freundschaftssystem. Und hier im Vergleich zu Facebook, da sind Relationships natürlich ganz wichtig, genauso wie Identity, Conversations, Presence. Das heißt, diese sieben Building Blocks, das sind so ganz typische Eigenschaften von Social Media und das Main Takeaway ist sozusagen, die müssen nicht alle in, in, uh, vollständig realisiert sein. Aber ganz wesentliches Kennzeichen, und das unterscheidet natürlich auch beispielsweise eine Medienplattform mit einem sehr aktiven Diskussionsforum wie den Standard von einer klassischen Social Media Plattform. Keine der großen Social Media Plattformen kreiert selber ihre Inhalte. Das tun die Nutzerinnen bzw. Nutzer. Ich habe mir noch rausgesucht von wegen großer Social Media Plattformen. Die aktuellen Zahlen, das ist ein Artikel aus Search Engine Land, der immer aktualisiert wird, die stammen jetzt von Oktober 2023. <laughs> das sind die aktuellsten, die ich gefunden habe. Ähm, Facebook ist da wie bereits erwähnt mit drei, mit drei Milliarden Nutzern ganz weit vorne. YouTube folgt nominell mit 2,5 Millionen, wobei das natürlich auch immer eine Frage der Zählweise ist. Wenn Sie einen Google-Account haben, die meisten von uns haben, weil wir irgendwann mal eine Gmail-Box angelegt hat oder den auch für andere Services braucht, haben Sie automatisch auch einen YouTube-Account. Danach folgt Instagram mit 2 Milliarden, TikTok mit 1,2 Milliarden. Haben Sie vielleicht auch in den letzten Tagen mitbekommen? Da gibt es ja einen schon länger schwelenden Konflikt zwischen Teilen der amerikanischen Politik und, und TikTok. Ganz konkret geht es um den Vorwurf, dass das Unternehmen ByteDance, der Betreiber bzw. Besitzer von TikTok, ein sehr starkes Naheverhältnis zur Kommunistischen Partei hat. Muss man natürlich sagen, die Frage ist, welches große Unternehmen in China hat kein sehr starkes Naheverhältnis zur Kommunistischen Partei. Das führt wiederum zu, zu ähm, Furcht vor, vor Spionagenutzung und die USA wollen entweder TikTok verbieten oder ähm, ByteDance zwingen, das Unternehmen zu verkaufen. Das ist jetzt ein bisschen in der Schwebe. Das Unterhaus hat mal dafür abgestimmt, aber das muss jetzt noch ins Repräsentantenhaus gehen. Bleibt also auch spannend. Europa hat in der Richtung noch nichts unternommen. Snapchat, ein wenig fast in Vergessenheit geraten in den letzten Jahren, stagniert mit um die 750 Millionen jetzt seit vier, fünf Jahren, eigentlich ziemlich auf gleichem Stand dahin. Ähm, X, seit der Übernahme durch Elon Musk bzw. Twitter, eine gute. Halbe Milliarde Nutzer, uh, Pinterest liegt etwas drunter, Reddit, auch das wird oft übersehen, wenn es um Social Media geht, ist ja so ein bisschen ein Überbleibsel der ersten Welle an Social Media News Plattformen, wo eben die Personen Inhalte rauf und runter voten konnten. Um, LinkedIn hier mit unter 350 Millionen, das sind zwar eine Milliarde Accounts, die es gibt, aber die Zahlen hier sind die MAUs, die Monthly Active Users, die liegen bei LinkedIn deutlich drunter. Und Threads, immerhin 100 Millionen, gibt es ja erst einige Monate. Also Metas bzw. Instagrams, ähm, Twitter, Alternative. Gründungsjahre stehen da auch dabei. Der, der Umsatz ist nicht von allen Netzwerken bekannt. Meta gibt er nicht pro Netzwerk an. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe für Sie noch ein paar. Zahlen, aber vorher möchte ich Ihnen noch schnell einen Artikel vorstellen. Natürlich, wenn wir über Social Media sprechen, dann drängen sich unter Anführungszeichen immer die großen Netzwerke zuerst äh, ins, ins Blickfeld, auch oft als die Big Eight bezeichnet, die, die üblichen Verdächtigen. Es gibt aber tatsächlich eine ganze Reihe weiterer Social Media Networks. Soziale Medien sind ein Netzwerkmodell, der Wert oder Sagen wir mal so: Der Nutzen für Sie, einem neuen Social Media Netzwerk beizutreten, ist umso größer, je mehr Personen dieses Netzwerk bereits benutzen. Wenn Sie irgendeine App oder Plattform haben, die jetzt von den Funktionalitäten her viel besser ist, möglicherweise auch sympathischer oder was auch immer als Instagram, aber Sie sind der einzige Nutzer, werden Sie damit wenig anfangen können. So, wenn Sie das einzige Smartphone auf der Welt besitzen, ist das nicht mehr wert, sondern de facto gar nichts. Das heißt, diese Skalierungseffekte führen dazu, und das haben wir in den letzten Jahren natürlich auch sehr stark gesehen, dass es zu einer sehr starken Monopolisierung kommt. Es gibt international ein großes Social-Media-Netzwerk für Business. Facebook ist nach wie vor von den Zahlen her sehr führend, noch dazu, wenn man WhatsApp und Instagram dazu zählt, ähm, in der privaten Kommunikation. Es ist sehr schwierig, für neue Netzwerke sich zu etablieren und die meisten weiteren Social-Media-Services, die es so gibt, und dieser Artikel listet ganze 116 davon, wenn Sie da mal sich näher reinlesen wollen, die meisten dieser Social-Media-Services bieten entweder ein sehr spezifisches Format an, einige ähm, kopieren auch bestehende Services wie Triller hier TikTok, ähm, manche suchen sich Nischen, Vimeo gibt es ja schon fast gleich lange wie Google, ähm, richtet sich eher an professionelle Videohoster und sie können dort ihre Videos komplett werbefrei hosten und einen ähm, Player ohne Logo in die Seite einbauen. Sehr viele dieser Netzwerke richten sich aber auch an eine bestimmte Gruppe bzw. sind um ein bestimmtes Interesse strukturiert. Ähm, Antept klassisches Beispiel aufgebaut wie eine Social-Media-Plattform, wo man eben sein Profil anlegt, sich registriert, sich mit Leuten befreundet, die Aufgabe oder das Ziel der Plattform ist es allerdings, verschiedene Biersorten zu reviewen. Also könnte man sagen, schon ein recht spezifisches Interesse. Elfa ähm, ist eine LinkedIn-artige Businessseite, die sich allerdings ausschließlich an ein weibliches Publikum richtet. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von spezifischen Plattformen. Von den Zahlen her, versuchen sich natürlich abzuheben und zu positionieren. Sind die mit wenigen Ausnahmen aber tatsächlich Rand- und Nischenerscheinungen? Und das hat natürlich eben mit dieser angesprochenen Dominanz beziehungsweise mit den Skalierungseffekten zu tun. Ich habe Ihnen zum Abschluss für heute ein paar Zahlen vorbereitet, die ich gern ein wenig kommentieren möchte, sozusagen zum äh, Status von Social Media, <laughs> welche Dimension oder auch welche Größe das mittlerweile erreicht hat. Das ist schon durchaus recht beeindruckend. Natürlich, die Entwicklung ist technologiegetrieben. Wir hatten das Internet und jetzt auch noch AI. Und diese digitalen Technologien wirken sich natürlich auf jeden Lebensbereich sehr, sehr stark aus. Aktuell haben 5,4 Milliarden Menschen Zugang zum Internet. Ein beträchtlicher Teil davon, weit mehr als die Hälfte, nutzt das Internet primär über Smartphone und nicht über Desktops. Wir haben weit mehr mit dem Internet verbundene Geräte als Personen, die aktuell auf der Erde leben. 42 Milliarden Devices sind online. Das sind natürlich nicht nur Smartphones und Computer, sondern da zählt auch das komplette Internet of Things dazu. Der über eine halbe Million neue Webseiten werden jeden Tag online gestellt. 3,5 Milliarden Suchen gibt es auf Google. Die Zahlen sind Ende 2022, dürften auch mal leicht angestiegen sein. 500 Stunden neues Videomaterial werden jede Minute auf YouTube hochgeladen. Das heißt, das alles anzusehen geht sich nicht ganz aus. In, und nur in etwa 10 bis 15 Prozent davon sind Material, das irgendwo anders ausgestrahlt wurde, im, im Fernsehen oder so und hochgeladen wird. Über 80% sind sozusagen genuines, neues Originalmaterial. Schon ganz schön viel. 2022, das hat sich auch bewahrheitet, war Video für 82% des gesamten Internet-Traffic verantwortlich. Hat natürlich auch damit zu tun, dass naturgemäß die Datenmenge bei Videos sehr viel größer ist. Und es kommt auch darauf an, was man dazu zählt. Wenn, wenn man die komplette IP-basierte Streaming-Branche mit dazu zählt, dann sind wir mittlerweile natürlich bei weit über 90 Prozent. Aber wie gesagt, ähm, mit der Datenmenge, die ein 10 Minuten HD-Video braucht, da können Sie schon eine ganze Armada an PDFs verschicken. 3,3 ähm, Billiarden Meeting-Minuten gibt es pro Jahr mittlerweile auf Zoom. Das ist auch nicht sehr viel weniger geworden nach dem Ende von Corona bzw. nach dem Ende der Lockdowns. Fortnite hat mittlerweile 350 Millionen Spieler, einen Umsatz von 9 Milliarden. Das erfolgreichste und größte Spiel. Eine halbe Million Tweets werden pro Minute gesandt. Das heißt, diese vergleichsweise geringe Userbasis von Twitter ist sehr, sehr aktiv. Facebook wird natürlich oft belächelt, aber es ist nach wie vor die Social Media Plattform mit dem bei weitem größten Anteil an monatlich aktiven Nutzern. Und aktuell, beziehungsweise Ende 2022, hatte der durchschnittliche Facebook-Nutzer 155 Freunde. Und wir neigen natürlich auf Social Media Plattformen ganz gerne dazu, etwas mehr abzubeißen, als wir schlucken können. In der Soziologie gibt es da sehr umfangreiche Untersuchungen dazu. Wir sind natürlich nicht in der lage mit einer beliebig großen zahl von menschen soziale beziehungen aufrechtzuerhalten 155 freunden äh, regelmäßig zu kommunizieren wird schon ganz schön aufwendig tatsächlich gehen die meisten soziologen davon aus dass wir in der lage sind mit einer maximal niedrig sehr niedrig zweistelligen zahl von personen in engerem austausch zu stehen aber immerhin 155 Facebook-Freunde. Instagram hat zwei Milliarden monatlich aktive Nutzer. Wie gesagt, das sind nicht die Accounts. Was mir neu war, dass Cristiano Ronaldo der populärste Instagram-Account ist. Wenn sich das mittlerweile geändert hat, bitte ich gerne um Informationen diesbezüglich. TikTok ist auch schon über einer Milliarde monatlicher Nutzer. War in den letzten Jahren immer die meist heruntergeladene App. Eine von sieben Scheidungen geht angeblich auf Facebook zurück. Hand in Hand mit der wesentlich stärkeren oder mehr verbreiteten Nutzung von Facebook geht natürlich auch, gehen natürlich auch diverse ähm, Gefahren durch Datenmissbrauch. Das ist zum einen ähm, jene ähm, oder sagen wir mal so, den Nutzerinnen jene Hoheit über die Daten zurückzugeben, die Social Media bis zu einem Teil sicherlich beschädigt hat, war ja das Ziel der DSGVO. Es gibt natürlich auch entsprechend viele kriminelle Machenschaften. Kein IT-System ist vollkommen einbruchsicher. Manche machen es ähm, Kriminellen besonders leicht. Allein im Jahr 2021 wurden 21 Milliarden Datensätze exposed, also gestohlen von 3605 Hacks. Also auch das ein Phänomen, das uns wohl noch längere Zeit begleiten wird. Und was das für Social Media in erster Linie bedeutet, typischerweise bei solchen Hacks sind im Normalfall nicht die großen Seiten, die gehackt werden, sondern der kleine Online-Store, bei dem sie irgendwann vor einem Jahr mal einen Pullover eingekauft haben, der vergisst irgendein Security-Update einzuspielen, wird gehackt. Die äh, jeweiligen Hacker holen sich dann die Liste dieser Registrierungsdaten, <laughs> und hoffentlich keine Kreditkartendaten und probieren dann sozusagen diese. E-Mail-Passwort-Kombinationen bei populären Services wie Facebook oder LinkedIn aus. Und wenn es sich dabei um jemanden handelt, der zum Beispiel Facebook beruflich nutzt und, und ähm, Zugriff zu einem Ad Manager hat, kann man damit schon ganz ordentlichen finanziellen Schaden anrichten. Beste oder eine der besten Schutzmethoden dort, wo es möglich ist, immer die Zwei-Schritt-Verifikation aktivieren und, aber das wissen Sie, das haben Sie ja schon oft gehört, auf keinen Fall, ein und dasselbe passwort für unterschiedliche services verwenden kann man gar nicht oft genug betonen kann eine menge stress kann einem eine menge stress ersparen mittlerweile ist oft die rede von der algorithm economy ein professor für landschaftsplanung an der, an der TU wien hat vor jahren ein buch geschrieben georg frank heißt er das nennt sich die aufmerksamkeitsökonomie in diesem äh, für damals recht revolutionären Buch argumentiert Professor Frank, dass wir in einer Zeit leben, in der Aufmerksamkeit direkt in Geld verrechenbar ist. Könnte man sagen, Influencer auf Social-Media-Plattformen sind eine direkte Auswirkung dessen. Ähm, 2021 gab es 24 Zettabytes, also 10 noch 21, also eine ganze Menge Nullen, äh, an neuen Daten, die kreiert wurden. Dieses Age of Big Data, wie es oft heißt, wird auch nicht enden, weil natürlich gerade AI-Tools in der Lage sind, das wissen Sie, wenn Sie schon mal ChatGPT verwendet haben, unglaublich große Mengen an Daten sehr schnell nicht nur zu analysieren, sondern auch zu generieren. Ähm, Netflix, Spotify, im Apple-Universum natürlich auch, auch iTunes sind zu den primären Entertainment-Kanälen geworden. Und ähm, sozusagen im Lauf dieses Videos, das wir uns hier anschauen, sehen Sie, wie sich die Bevölkerungsentwicklung verändert. Eines der größten Wachstums, einer der größten Wachstumsmärkte für Social Media ist Indien, sehr, sehr technologieaffines Land, sehr, sehr hochwertige Ausbildung. Rein von der Zahl her, von den äh, Informatikern, ähm, die in Indien ausgebildet werden, könnten wir in den nächsten Jahren auch durchaus einen gewissen Shift erleben. Was also wir in den letzten Jahren gesehen haben: So gut wie alle großen Social-Media-Plattformen, nicht so gut wie alle, sondern alle großen Social-Media-Plattformen kommen aus den USA. Die waren da sehr, sehr schnell. Ähm, China ist da sicherlich eine Ausnahme. Von den in China großen populären Social-Networks wie Weibo und so weiter bekommen wir außerhalb Chinas nicht so viel mit und vice versa. Bei Indien könnte sich die Sache in den nächsten Jahren schon gänzlich anders entwickeln. Sicherlich auch spannend in dieser Zeit ähm, die, ich sage mal, Verfeinerung der, der äh, demografischen Instrumente, die Einführung von Sinusmilieus, äh, das ist nichts Neues. Wir haben aber jetzt tatsächlich zum ersten Mal fünf Generationen, die zugleich im Arbeitsleben sind und die sehr, sehr unterschiedliche, nicht nur Wertehaltungen, sondern auch... Kommunikationsgewohnheiten äh, pflegen. Traditionalist, Traditionalisten, Boomer, äh, Gen X, Millennials und Gen Z. Sehr, sehr äh, unterschiedlich und das macht natürlich auch die Kommunikation mit den unterschiedlichen Zielgruppen nicht gerade einfacher. Hier etwas überspitzt dargestellt in dieser Grafik, aber ich glaube, da ist schon einiges Zutreffendes mit dran. Wenn Sie sich diese Jobliste hier anschauen, das ist natürlich auch spannend. Wir sollen uns in einer relativ frühen Phase unseres Lebens für eine Ausbildung entscheiden, aber tatsächlich ein ganz großer Teil der heute gefragtesten Jobs, Stichwort äh, Prompt-Engineer oder AI-Experte, die gab es vor zehn Jahren schlichtweg noch gar nicht. Äh, Bitcoin-Broker und solche Dinge auch. Getrieben durch die digitale Technologie ist unser Arbeitsleben in einem äh, rasant schnellen Wandel. Wenn man das ein bisschen mitverfolgt, dann ist natürlich sozusagen dieser Topos vom, vom lebenslangen Lernen, der uns schon länger begleitet, das wird wohl ein ganz unerlässlicher Skill für die zukünftige Arbeitswelt sein. Ich glaube kaum, dass sich dieser sehr rasante Wandel in den nächsten Jahren in irgendeiner Art und Weise wieder verlangsamen wird. Ja, so viel zu unserer kleinen Tour de force durch die Definitionen, Spezifika von Social Media und ein paar Zahlen zum Status Quo. Nächste Woche hier im Stream wird es etwas juristischer. Wir werden einen genaueren Blick auf die DSGVO, ihre Grundsätze und Prinzipien werfen, was sie für Social Media Plattformen bedeutet und welche Auswirkungen die Nachfolgegesetze zusammengefasst im Digital Services Act auf unsere digitale Kommunikation inner und außerhalb Europas haben werden. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns nächste Woche. Upload und Links folgen wie gehabt in Kürze via Moodle.